Eine Woche lang war Boris nicht auf der Baustelle. Also erstmal einen Überblick verschaffen. Vielleicht waren ja in der Zwischenzeit fleißige Heinzelmännchen da. Sieht aber leider nicht so aus. Hier haben wir die Balken alle reingezogen. War sehr müßig, war ein sehr enger Raum. Aber wir haben es letztendlich geschafft. Was jetzt noch fehlt, ist, die müssen noch verschraubt werden. Und dann können wir den Unterbau für die Decke schon reinbauen. 2 Tage haben wir gebraucht für die Balken zum Rauswechseln, zurechtzuschneiden, reinzukriegen, abzufangen. Das war wie Tetris spielen. Bald heißt es zwischen Erdgeschoss und ersten Stock. Level completed. Wenn Schwangerschaft nur auch so einfach wäre. Jetzt habe ich das Problem, ich würde so gerne arbeiten, aber leider müssen wir schon wieder zum Frauenarzt wegen Baby. Ja. Das müssen wir jetzt jeden Tag machen, bis das Baby da ist. Das kann heute sein, morgen oder Samstag. Weil eigentlich gestern Termin war. Boris muss sich auf seine Helfer verlassen. Er übergibt Klempner Younes die Verantwortung. Also, ich muss jetzt gerade mit Angela zum Doktor. Ja. Wir müssen noch schnell schauen, was du jetzt konstruierst. Okay. Ja, müssen wir mal rein. Okay. Ein Loch muss in die Wand zwischen Badezimmer und Küche. Für die Abwasserrohre. Keine schwierige Aufgabe. Eigentlich verlässt Boris die Baustelle nur ungern. Aber jetzt gehen die Vaterpflichten vor. Ich habe denen jetzt die Anweisung gegeben, dass die Abflussrohre schon mal vorinstallieren. Der eine ist gelernter Klempner. Das macht es natürlich einfach. Und das machen die jetzt. Und anschließend, wenn ich dann wieder zurück bin, machen wir endlich einen Fußboden rein in die Küche. Sprach's und zog von dannen. Die Helfer indessen, gar nicht faul, nehmen die Aufgabe sofort in Angriff. Schließlich soll alles fertig sein, wenn die Familie zurückkommt. Ach ja, und zufrieden sollen sie auch sein. Die beiden geben wirklich alles. Denn wegen des Babys liegen die Dietrich sowieso schon hinterm Zeitplan. Boris soll stolz auf sie sein, wenn er nach dem Arzttermin wieder auf der Baustelle auftaucht. Younes? Ja? Was machst du da? Ich dachte, wir sind da drin. Das ist falsches Rohr. Hast du das? Habe ich nicht. Das ist falsche Wand. Kanal ist da. Aha. Hier ist Küche. Ach so, andere Seite. Auweia, das ging schief. Das ist das Problem, wenn ich einmal weg bin. Dann passiert Scheiße. Das machen wir Vorbau. Hier wird es doppelt gemacht mit Gipskarton. Und das ist falsche Rohr. Das ist Badewanne. Ich war da. Das ist Küche. Okay. Und Küche machen wir Vorwandmontage. Deswegen haben wir noch Loch nach unten. Ich krieg Krise heute. Eine Stunde aus dem Haus und das halbe Haus ist kaputt. Jetzt ist die alte Wand, ist jetzt auch noch geschwächt. Da brauche ich mindestens 2 Stunden, dass ich das wieder richtig zugemauert habe. Und mit Verlaub, das ist ja nicht gut. Neben Zeitverlust auch noch mehr Arbeit und zusätzliche Kosten. Langsam wird es eng im Schnäppchenhaus. Angela hat andere Probleme. Dem Baby geht es zwar gut, aber vielleicht zu gut. Es will nicht raus aus Mamas Bauch. Meine Geduld ist nicht mehr sehr groß, aber in spätestens 10 Tagen dann ist vorbei, dann wird es eingeleitet. Aber ich hoffe mal nie, dass wir so lange warten müssen. Es soll ja am Wochenende gewittern und das ist immer ein gutes Zeichen, dass man dann vielleicht bei Wetterwechsel, dass es losgeht. So langsam muss ich mal ein bisschen ruhiger machen. Aber die hört nicht, wenn ich sage. Was? Stimmt das? Naja, es ist so langweilig auf dem Sofa. Auf dem Sofa ist es so langweilig. Da geht die Zeit nie rum, da dauert das alles so lange. Hochsommer. Die Schule gibt hitzefrei. Und das ist gut für die Baustelle. Denn während seine Kumpels an den See fahren, wird Merlin seinem Vater beim Arbeiten helfen. Tag. Was habt ihr heute so gemacht? Also ich habe fast gar nichts gemacht, außer die ganze Zeit hin und her. Ne? Dann waren wir ja auch wieder beim Arzt. Und in der Zeit hat der Robert das halbe Haus zum Einsturz gebracht. Zeige ich dir gleich. Okay. Hat ein bisschen die Wand kaputt gemacht. Ein bisschen nur. So ein bisschen. Das bisschen könnte in der Zwischenzeit ausgebessert sein. Vorausgesetzt, es ist nicht noch was schiefgegangen. Na, die haben da ein Loch reingemacht, wo kein Loch sein sollte. Das ist ein großes Loch. Nee, das ist bloß ein Loch für das Abwasser, für das Waschbecken und
Aber das ist ihnen jetzt so selber auf die Nerven gegangen, dass ich selber jetzt schnell zugemacht habe. Wie schaut da jetzt der Plan aus, wie wir es machen sollen jetzt? Das? Was du jetzt machen sollst? Also was wir, ich. Ja, du machst jetzt eine halbe Stunde schaufeln. Schaufeln? Was soll ich denn schaufeln? Na, was schaufelt man denn so auf einer Baustelle? Schutt natürlich. Der sammelt sich hier seit Wochen und jetzt muss er weg. Aber nicht einfach so. Die Dietrichs wollen hinterm Haus eine Terrasse bauen. Und dazu bildet der Schutt eine prima Grundlage. Wenn es halt nur nicht so staubig wäre. Ich bin streckig. Ich bin bereit, weiterzumachen. Zumal es auch besser ist als Schule. Bin ich noch immer der gleichen Meinung. Wo es nicht so staubt, tigert Angela durch die Räume. Die werdende Mutter will einfach nichts verpassen. Dabei ist die Baustelle viel zu gefährlich für sie. Du musst aber jetzt mal aus dem Weg gehen mit deinem Kullerbauch. Ja, irgendwann passiert was. Kannst jetzt ruhig meckern, dass du nie mitmachen darfst. Darf nie mitmachen. Nur wegen meinem Fuß, gegen meinen Medizinball. Man kommt schlecht an euch vorbei. Ich erkläre dir das nochmal. Da ist die Sonne, wir sind die Planeten. Du bist so bösartig. Nee, ich bin ein guter Mann. Harte Schale, weicher Kern. In Wahrheit macht Boris sich Sorgen um Frau und Kind. Denn die erste große Fußbodenplatte muss ins Haus. Ganz wichtig ist, dass wir heute den Fußboden reinbekommen, damit wir die letzte kaputte Decke noch runterholen können. Und dann ist es mit dem Dreck unten erstmal so gut wie vorbei. Also natürlich macht das noch Dreck, die Kanäle machen wir so, aber keine großen Steinbrücken und so. Und wir können endlich wieder laufen. Weiter! Jetzt, schon gut. Jetzt, rein! Stopp! Jetzt machen wir erstmal am Boden. Finger weg! Und fahren wir Ende. So, unsere erste Bodenplatte liegt. Voraussetzung war, dass wir drei den Boden rausgerissen haben, die kaputten Balken rausgemacht haben, die Balken ausgewechselt haben, alles wieder reingebaut haben, alles zugebaut haben. Jetzt sind wir froh, dass wir die erste Platte liegen haben und hoffen, dass wir jetzt gleich die zweite Platte auch noch kriegen. Ne? Jetzt ist ja kein Problem mehr. Es ist ja alles perfekt ausgemessen und durchkalkuliert. Ich muss jetzt raus vors Haus gehen und die Maße übertragen auf die große Platte. Weil nochmal so eine große Platte reintragen, ich glaube, das machen die Jungs nicht mehr mit. Was für ein fürsorglicher Chef. Da schneidet Boris die Resopalplatte auf Maß, damit Younes und Merlin es nicht zu schwer haben. Das Ergebnis bleibt trotzdem unhandlich. Merlin, das Ding geht nur diagonal durch die Tür. Wie diagonal? Das sehen wir schon. Boah. Jetzt red doch nicht mit mir so, wenn ich gerade was trage. Soll ich tragen? Offensichtlich möchte Boris seine passgenaue Fußbodenplatte selbst über die Schwelle tragen. Aber ich rede dich was. Was meinst du? Ja. So. Weißt du was? Die Platte ist kürzer als die andere. Da habe ich nicht gesägt. Ich war das nicht! Okay. Ich habe nichts gesagt. Das ist mein Vater und seine Späße. Das ist nie ernst gemeint von meinem Vater. Er erkennt ziemlich schnell, wenn er selber einen Fehler gemacht hat. Und er versucht, ihn auch so schnell wie möglich zu beheben. Ja. So kenne ich den auch. Das ist das Problem. Ich habe 50 Platten. Drei Mann laden ein und keiner schaut, dass das ein Stück zu kurz ist. Und ich habe von 50 Platten eine erwischt, die so ein Stück zu kurz ist. Wer immer die Schuld trägt, am Ende geht wieder viel Zeit verloren. Und Material, das Geld gekostet hat. Der Küchenboden wird zum Puzzlespiel. Ihr müsst gleichmäßig schieben. Vorsicht. Die rechte Hälfte kann so bleiben. Aber für den Rest der Fläche hat Boris die passenden Größen nicht im Wagen. Wir nehmen jetzt noch mal Maß, damit wir zu Hause die Platten zurechtschneiden können. Wir haben ja heute alle gesehen, wie kompliziert die großen Platten sind und schneiden die bei uns im Hof gleich zurecht und hoffen, dass die da reinpassen. Wieder ist ein Tag vergangen, an dem nicht so richtig vorangehen wollte. Boris ist frustriert. Heute haben wir ein Drittel geschafft von dem, was wir schaffen wollten. Also ich bin heute nicht zufrieden. Aber man kann nicht sagen, der war schlecht oder der war schlecht. Es gibt halt Tage, da funktioniert alles.
Und andere Tage ist die Stolperstein. Montag fangen wir nochmal neu an und machen die Entwässerung komplett. Und das Mal bin ich dabei. Ja, außer das Kind ist dann da. Dann machen wir dann Dienstag Wasser. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Feierabend. Geh nach Hause. Ciao. Zwei Wochen später ist die Baustelle komplett zum Stillstand gekommen. Das Schwesternheim liegt völlig verwaist da. Doch dafür gibt es einen guten Grund. Mittlerweile haben wir ja unseren kleinen Mann. Das war natürlich auch wieder Organisation, Material fürs Schnäppchenhaus. Da haben wir eine Küche gekauft, die haben wir noch abgeholt. Haben dann in unserem Lieblingsimbiss schnell noch einen Hamburger gegessen. Und beim Hamburgeressen hat meine Frau gesagt: Schatz, wir müssen jetzt langsam mal losfahren. Es geht los. Hat die Angela noch ihren Hamburger gegessen? Und dann sind wir erst nach Hause gefahren, haben alles geholt, Tasche geholt. Jetzt haben wir die nächste Bauverzögerung. Und zwar ist jetzt bei der Angela die Fruchtblase aufgegangen. Und wir müssen jetzt zügig ins Krankenhaus fahren und Kind kriegen. Von Kolmnitz nach Dresden. 60 Kilometer trennen die Familie vom Krankenhaus. Endlich sind wir angekommen und da ist die Klinik. Ich war eigentlich, muss ich sagen, relativ entspannt. Also ich war auch nie aufgeregt. Ja, und dann hieß es warten und warten. Wir haben den Kaffeeautomaten geplündert und haben geredet und geredet. Und irgendwie ist es nicht weitergegangen, aber auch nicht zurückgegangen. Und dann haben die Hebammen beschlossen, wir können ruhig wieder heimfahren. Sind also die 60 Kilometer nach Hause gefahren, weil also die haben uns gemeint, dass dann in der Nacht nichts mehr passieren wird. Wir waren ungefähr eine halbe Stunde zu Hause. Dann haben wir einen Anruf bekommen. Jetzt geht's los. Also sind wir wieder zurückgefahren ins Krankenhaus. Und dann war die Angela, die wieder mal auf die Ärzte gehört hat. Weil die haben ja gesagt, es passiert die Nacht nichts mehr. Ja, war dann schon langsam in einem ziemlich heftigen Wehen da gelegen. Es war eine sehr lange, anstrengende Nacht. Und wenn man dann auf einmal sieht, dass es draußen hell wird, dann denkt man, oh, das hat ja wirklich lange gedauert. Ich war halt nervös, auch habe mich ein bisschen blöd gefühlt, weil ich eigentlich wollte irgendwie mithelfen, obwohl ich weiß, dass ich nichts machen kann. Und wie lange das gedauert hat, weiß ich gar nicht mehr. Weil da hat man irgendwie keine Zeit, auf die Uhr zu schauen. Ja, plötzlich war dann das kleine Kind da. Und wie geht's so? Mir geht's gut. Und wie war's? Was war's? Also so alles insgesamt. Ich bin froh, wenn wir jetzt endlich zu Hause sind. Und Marlene, wie gefällt Ihnen dir der kleine Bruder? Gut. Aber ich glaube, zum Mithilfen ist er noch zu klein, oder? Da kann er schon ein paar leichte Teile tragen. Das war ein schönes Gefühl, alle zusammen. Na, Kleine war endlich da. Merlins Augen zu sehen, wo er seinen Bruder das erste Mal gesehen hat, das war schon schön. Wo ich das denn das erste Mal in der Hand hatte, war es, das Gefühl war sehr erleichternd, aber es war nicht so real. Ich konnte noch nie glauben, dass es mein Bruder war. Also es war komisch halt, kann man nie beschreiben. Es war schon spannend für mich auch. Sowas hatte ich auch noch nie erlebt in meinem ganzen Leben. Das war auch was Neues, was Schönes. So, morgen geht's endlich nach Hause. Und dann können Paul und ich uns angucken, was auf der Baustelle geworden ist. Ob da was geworden ist. Habt ihr was gemacht? Ja, haben wir, ne? Jo, was sagst du dazu, Paul? Paul, lebst du noch? Der kleine Paul André ist da und muss in der alten Wohnung versorgt werden, in der es nur Baustrom gibt. Für Boris ist das doppelte Ansporn, die neue Wohnung bezugsfertig zu machen. Doch nicht auf Kosten der Qualität. Nach leichten Bremse durch Babykriegen geht es jetzt endlich voran, so wie ich mir das vorstelle. Ich lasse mich hier jetzt in eine Hetze reintreiben. Das, was wir machen, das muss einfach ordnungsgemäß fertig werden. Das muss durchtrocknen. Wir sind jetzt 3 Wochen hinterher im Zeitplan. Aber ich denke, es ist fast noch schaffbar, den Termin anzuhalten. Klare Worte, Boris. Trotzdem musst du die Zeitverzögerung wieder reinholen. Das heißt, früh aufstehen und erst mal allein ranklotzen. Das ist für einen passionierten Handwerker doch kein Problem.
Gestern Nacht haben wir noch diese Wände vorgeputzt. Das waren die schlimmsten Wände. Heute werden die zwei Wände noch angeputzt, weil das ungefähr, sagen wir mal, eine Woche braucht, dass es richtig durchgetrocknet ist. Ja, und dann ist die Wände so weit, dass wir streichen können. Wir machen das ein bisschen auf rustikal. Ich mag diese ganz Glattputzwände nicht so, aber mit dem Material kann man rustikal machen, Glattputz, was immer man will. Und dann soll die Woche auf jeden Fall noch der Fliesenspiegel gemacht werden. Der kommt hier hin, weil da kommt meine Kochinsel, meine Herdinsel hin. Und es muss groß und breit und fett sein. Denn die Küche ist für den leidenschaftlichen Hobbykoch das Allerwichtigste. Angela träumt hingegen von einer freistehenden Badewanne, in der sie mit dem kleinen Paul André nach Herzenslust planschen könnte. Schatz. Wer da? Wir sind da. Warten wir hier. Gucken, was ihr so gemacht habt. Gibt's nichts zu gucken. Schön. Da ist eine Decke drin. No. Das macht's auch einfacher. So, kann ich jetzt weitermachen? Nee, weitermachen ist nicht. Ich will den Rest auch noch sehen, nicht bloß die Küche. Nee, dann geh halt und schau. Na, zeig mir doch mal, was ihr gemacht habt. Nee, das zeige ich dir. Doch. Gibt's da schon wieder irgendwas, was nicht stimmt? Die Decke ist jetzt hier auch drin. Ja? Und wann fängt ihr mit der Dusche an, mit den Mauern? Gar nicht. Ich hab eine fertige Duschkabine gekauft. Eine Eckkabine. Wieso das? Ich beschaffe es von der Zeit nicht. Ich habe noch was gekauft. Was hast du noch gekauft? Ich habe eine Badewanne, eine Freiständer-Badewanne gekauft mit Löwenfüßen. Echt? Ja. Jetzt wirklich? Ja. Einfach so? Die hast du jetzt selber entdeckt. Echt? Hm? Das ist jetzt meine Badewanne? Das ist jetzt deine Badewanne. Kommt die dann auch freistehend rein? Die kommt auch freistehend rein. Na, da kann ich auf die Dusche verzichten, das ist sowieso. Habe ich mir schon gedacht. Hauptsache, ich habe meine Badewanne. Ne? Zähne knirschend. Der Endpreis ist noch nicht fest, aber wir kriegen sie. Das ist er aber. Mich freut das. Ich weiß. Ich freue mich jetzt total über meine zukünftige freistehende Badewanne, dass ich die jetzt doch krieg und auch noch eine mit Löwenfüßen. Das ist genau das, was ich wollte. Kosten tut die fast 100 Euro. Und muss noch mindestens für 100 Euro hergerichtet werden. Aber das ist uns, ich sag jetzt mal, wert. Ne? Die Überraschung ist Boris voll und ganz gelungen. Dabei sind 200 Euro für den Schnäppchenjäger kein Pappenstiel. Er weiß eben auch, wann er sich nicht lumpen lassen darf. Finanziell habe ich zurzeit überhaupt keinen Überblick mehr, weil ich einfach nur noch ums Kind mich gekümmert habe. Und da fehlt mir total der Überblick. Ich bin nur fürs Geld ausgeben zuständig und noch ist was da. Also wir haben eigentlich sehr wenig Geld ausgegeben. Ich denke, wir haben nicht mehr als insgesamt mit allem drum und dran, mit den ganzen Kabeln, den ganzen Putzen, die Balken, weniger als 4.000 Euro ausgegeben. Das ist doch ordentlich. 50.000 Euro ist das gesamte Budget der Familie. Bleiben für die weiteren Arbeiten also noch 46.000 Euro übrig. Und die werden noch dringend gebraucht, denn der Mega-Umbau ist noch längst nicht zu Ende. Die Sanierung wird noch Monate dauern. Wir bleiben natürlich dran am Schwesternheim und an Boris, Angela, Sohn Merlin und dem kleinen Paul André.